Willkommen zurück zu vermutlich der letzten Folge Final Fantasy VII Remake. Bis hierher. Wir haben nochmal die Möglichkeit, uns intensiv mit den Leuten zu unterhalten. Cloud, beeilen wir uns. Okay. Was sagst du? Wenn wir da reingehen, kommen wir vielleicht nicht mehr zurück. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, dieser Kommentar. Wir wissen nicht, ob es unser Schicksal ist, diese Wand zu durchbrechen. Eine schwere Entscheidung. Okay. Los geht's. Vielen Dank, Cloud. Solange wir zusammenhalten, können wir ihn besiegen. Daran glaube ich fest. Na dann. Lass es uns tun. Ja, wir wollen den Nebel betreten. Ob wir hier durchkommen? Die letzte Bastion des Schicksals. Das wird ganz schön schwer. Los! Sowas schreckt mich schon lang nicht mehr an. Nicht alle Hürden sieht man. Überwinden lassen sich alle. Immer. Bildchen? Papa, leg los. Alles beim Alten hier. Seht mal! Thank you.
zum Henker soll das denn sein? I don't get it. Aber okay, wir laufen hier einfach entlang und gucken, was passiert. Hallo, gibt's hier auch Kisten zur Not? Autos, Sachen. Ah! Barrett Keeper. Du lebst. Freut dich das? Freuen wir übertrieben. Sind das etwa auch Meuren? So habe ich mir Gebieter des Schicksals eher vorgestellt. Erledigen wir sie! Was genau seid ihr und warum seid ihr? So. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt, aber sobald ich erstmal die Möglichkeit habe, euch zu analysieren, ihr Rosso Moria, Moira, geht's hier erstmal los. So, mal gucken. Physische Manifestation des zukünftigen Analyse nicht möglich. Okay, wirksam, Nahkampf, Resistenzen, kleinen Moment, gucken wir uns mal die Legende an. Resistenzen sind, Fixschaden, proportionaler Schaden. Okay, es bringt auch nichts, sie auf stumm zu schalten. Absorbiert Feuer. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Na nun, was ist denn da oben? Einen nach dem anderen. Wait, da kommt gleich was. Jawohl, genau mit so etwas habe ich gerechnet. Einmal ein Hutangriff. Ah, sehr schön. Ist im Schock. Dann nochmal den Hutangriff auf ihn. Moment. Tiefer kann auf Hochtouren gehen. Auf den Rosso Moria. Strom des Schicksals. Was macht der da jetzt für eine Aktion? Das darf doch nicht wahr sein. Was? Ach, kommt schon. Los, weg hier! Bin ja schon unterwegs. Das sieht übel aus, Mann. Oh, rennt, 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 rennt! Jufu. Ah, ihr schon wieder. Ich bleib dabei. Moment. Sag mir jetzt nicht, dass die alle wieder ihre vollen Lebenspunkte haben. Diese Frechdachse. Ja, auch. Gerade habe ich das Blocken aufgegeben. So. Jetzt aber. Fertigkeit. Wir gehen weiter mit dem Mutangriff. Und Fertigkeit, nein, nicht von Barrett, sondern von Tifa auf Hochtour, ebenfalls auf den. Barrett darf aber dennoch mit Blitz gegengehen. So, Cloud ist wieder am... Ist wieder dabei. Ist jetzt schon wieder weg. Laufen die schon wieder weg? Nee, tun sie nicht. Ach, die kommen jetzt mit Blitzen angeflogen. AOEs ausweichen. Geil, sowas mag ich. Cloud ist wieder mega gut drauf. Verzieh dich.
Kann ich jetzt gleich noch einen zweiten hinterher werfen? Ja, sehr gut. Dann ist wieder tiefer dran mit Hochtouren auf den nächsten Dude. Ist nur noch einer. So, Barret kann nochmal wieder eine Magie wirken. Oh nein, Blitz heilt den Dude. Das war jetzt aber peinlich. Das sollte ich mir merken. Das war's dann. Ausgezeichnet. Gleich nochmal. Ey. War doch nicht sowas. Wenn ich gerade dabei bin, hier Sachen zu machen. Bleibt uns nur die Flucht. Okay. Durch da. Hallo. Egal, wir kommen hier durch. Und wenn wir uns durch seine Hand bohren, kann ich das steuern? Ja, ein bisschen konnte ich das steuern. Schon wieder du. Metamorphose. Okay. Ist das alles? Au. Jetzt hat das aber übertrieben. Okay, wir lassen das mal mit Blitz. Wir versuchen das mal mit Eis. Und wart mal ab, wenn ich bei dir angekommen bin. Ja, jetzt freust du dich noch. Ey! Na gut, du wolltest es nicht anders. Dann gibt es hier jetzt erstmal einen Limit Break von Cloud und ein Hochtouren von Tifa nebenbei. So. Ah. Vielleicht hätte ich das doch noch nicht machen sollen. Ah, wenn ich ihn jetzt angreife, dann kriegt der andere auch Schaden. Na dann. So, den ersten haben wir. Wir fahren die gleiche Schiene wie gerade eben auch. Das war's dann. Wobei. Oh. Oh! Hast. Wir könnten laut Hast geben. Wunderbar. Darauf habe ich gewartet. Gebe ich ihm. Ja, komm, ich gebe ihm Elixier. Ist eh der letzte Kampf anscheinend. Moment, Barret kann sich aber ebenfalls nochmal kurz. Ah ne, er braucht erstmal einen Turbo-Ether. So, passt. Läuft super. Und gleich nochmal den zweiten auf den anderen Dude da hinten. Ja, ich glaube, das wird nichts.
war's dann. Es ist aus. So, Fertigkeit Mutangriff auf dem, der schon im Schock ist. Ja, der hat gesessen. So, ich weiß, dass du jetzt nicht sehr erfreut darüber bist, dass ich deinen Kollegen angegriffen habe, aber das macht mir persönlich eigentlich irgendwie gar nichts. Denn dafür hacken wir jetzt lieber an dir rum. So, gleich den nächsten Mutangriff. Und Hass ist sowas Schönes gerade. So. Okay, ATB-Boost hat die nächste Stufe erreicht. Und was man halt so braucht. Nein! Wir kämpfen sie gleichzeitig. Okay, ich übernehme das Riesenteil. Ha! Na gut, okay. Dein Gegner bin ich. So, cool. Klaus hat immer noch... den Hassbonus. Das finde ich bombastisch. Weil, damit können wir nämlich direkt weitermachen, so wie wir angefangen haben. Oh, mal eben weg von denen. Die tanzen so komisch. Die machen den Mowgli Dance. Hallo du, was bist du denn für ein hübsches kleines Drachi? Ja. Bahamut Moira. Okay. Ist der irgendwie neu? Macht der irgendeinen coolen neuen Stuff? Nee. Nicht wirklich. Ah. Oh, Moment. Hier sind verschiedene Sachen. Achso, das sind nur die beiden. Okay. So, Tifa ist im Limit Break. Das ist schon mal eine coole Sache. Die kann dann also schon mal mit dem Salto anfangen. Salto Mortale. Jetzt gebe ich alles. Und auch Cloud gibt seinen Limit Break dazu. Hoppla, was machst du denn hier am Boden? Oh, du bist aber ein süßes Tierchen. Oh, komm mal her hier. Ich hab dich gern. Ich glaube, die Beschwörung lassen wir einfach mal aus. Mutangriff. Und tiefer. Fertigkeit hochtouren. So. Gebt ihr endlich auf? Immer noch nicht. Dann habt ihr jetzt ein Problem, denn Ifrit kommt auch noch dazu. Hallöchen. Und wisst ihr, wer Ifrit steuern kann? Die Person, die nämlich die ganze Zeit zwei ATB-Balken frei hat. Feuersbrunst. Ruhig auf den, der schon ein bisschen mehr Schaden hat. Bums. Und Fertigkeit, Mutangriff. Und
tiefer. Esper-Fähigkeit, Flammenbrunst und Cloud. Ach komm, nochmal ein Mutangriff. Das war's dann. Yes! Die Zukunft entscheiden wir. Achso, das war Ifrit. Ich würde schon sagen, was kommt denn da jetzt angeturtelt? Irgendwie. Danke, Tifa ist wieder voll dabei. Tifa kann dementsprechend Vitra auf Cloud casten. Perfekt. Cloud ist auch wieder voll am Start. Mit Mutangriff auf Rosso Moira. Bam! Wartet mal ab. Noch seid ihr hier lustig am Rummetzeln. Au. Seid ihr hier noch lustig am Rummetzeln, aber Ifrit ist gerade kurz davor, in den Endspurt zu gehen. Aeris, die ganze Zeit Ifrit kontrolliert, kann hier mies weitermachen und Cloud hat nämlich auch wieder seinen Mutangriff offen. Einer ist da noch. Und letzte Runde. Tifa, Esper-Fähigkeit, Flammensturz. Ich wollte gerade sagen, der will nur ein paar Schläge, wa? Und da geht Ifrit auf einmal steil. Fast wie eine perfekte Reihe hier. Jawoll! Und Ifrit finisht das Vieh aus dem Leben. Wo sind wir? Beeil dich, Cloud.
Nee. Nee, 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 nee. Nicht mehr jetzt. Aber gleich. Bis zur nächsten Folge. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es auf einmal noch so lang dauert. Ist das der Wahnsinn? Herrlich. Sephiroth steht direkt vor uns. Wir müssen jetzt ernst sein, denn es ist der böseste Dude, den wir hier jetzt haben. Ich meine, die anderen waren Peanuts, die waren irgendwie lustig, aber irgendwie ist Sephiroth uns massiv im Weg, wenn es darum geht, unser Schicksal zu erfüllen. Also bis zur nächsten Folge Let's Play Final Fantasy 7 und Dankeschön fürs Zuschauen.